Hey liebe Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Bravely Default 2. Heute geht es um die letzte freischaltbare Klasse, nämlich die Jobklasse Löwenherz, wie sie sich schimpft. Und ganz vorab, Spoilerwarnung, ihr könnt das Ganze erst dann machen, wenn ihr das Spiel beendet habt und wenn ihr dann das Spiel beendet habt. Das klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen komisch, deswegen sage ich euch, wenn ihr das nicht versteht, was ich gerade gesagt habe und ihr wollt nicht gespoilert werden, dann schaut es euch einfach nicht an. Ansonsten ist diese Klasse wirklich mit Abstand die absolute Brecherklasse. Ihr seht es hier, jeglichen Gegner, der unterlevelig ist, was eigentlich zu dem Zeitpunkt jeder normale Gegner ist, wird einfach so von Anfang an mit einer Fähigkeit, die sich vernichten schimpft, sofort besiegt. So sieht das Ganze aus. Und wie ihr nun die Klasse Löwenherz freischaltet und wie ihr auch den Kampf ganz einfach gewinnt gegen den ihr da antreten müsst, das zeige ich euch in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Also wie gesagt, für alle die, die diese Klasse freischalten wollen, bedarf es folgende Situation. Ihr müsst das Spiel zuallererst in Musa beendet haben. Dann kommt ihr zu dieser Schlussszene und danach seht ihr den Abspann. Wenn ihr den Abspann gesehen habt und das Spiel speichert, was natürlich essentiell wichtig ist und das jeder eigentlich machen sollte, kennt ihr das aus vielen Rollenspielen so, dass ihr dann ins Postgame gehen könnt, indem ihr das Spiel wieder ladet. Und diesmal ist es so, dass ihr die gleiche Szene, die ihr zum Abschluss gesehen habt, noch einmal seht. Nur diesmal ist es ein Blick in die Zukunft und ihr werdet jetzt die Geschichte versuchen zu enden und startet dementsprechend im Kapitel 6. Kapitel 6 hat dann einen anderen Boss, nämlich den Nexus der Nacht. Und wenn ihr diesen dann besiegt habt, seht ihr wieder den Abspann und auch das Ende ist ja nicht gerade, sag ich mal, befriedigend. Und ihr habt wieder die Möglichkeit, euer Spiel zu speichern. Und auch diesen Spielstand solltet ihr danach laden und ihr landet wieder sozusagen in einer neuen Videosequenz. Das ist diese, die ihr hier seht und ihr seht Sir Sloane. Und nach dieser Videosequenz landet ihr sozusagen im Kapitel 6 Postgame. Und hier geht das Spiel dann noch einmal weiter. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die letzte Klasse freizuschalten, die übrigens in dem Fall auch noch wirklich wichtig ist, um das True Ending, sage ich mal, freizuschalten. Und ihr bekommt diesmal nicht einen Cursor, der euch ans Ziel bringt, sondern ihr müsst so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, denn euer Held erzählt halt eben, dass Sir Sloane wohl auch einen Asterix besessen hat, der aber zerbrochen ist. Ja? Und an dieser Stelle habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Klasse freizuschalten. Und das geht wie folgt. Und zwar hieß es ja Sir Sloane und Asterisk, wir müssen ihn holen und ihr kennt das ja aus den anderen, aus der Story, jeden Asterisk, auch die optionalen, bekommen wir, indem wir den Gegner besiegen. Es ist das Problem, Sir Sloane ist ja gestorben, dementsprechend, wie wollen wir den Asterisk bekommen? Naja, ganz einfach, indem wir zum Grab gehen von Sir Sloane und damit triggern wir einen Bosskampf gegen, ja, einen Geist, eine Parallelfigur, keine Ahnung, das erklärt sich danach, ich will jetzt nicht zu viel verraten, da gibt es viele interessante Videosequenzen, die so ein bisschen, ja, ist gut gemacht, finde ich cool, ja, macht auf jeden Fall Spaß, vor allen Dingen die Situation, dass wir hier nochmal einen weiteren Story-Abschnitt des Spiels erleben dürfen, aber der Kampf ist, je nachdem, wie weit ihr auch im Level logischerweise wie immer seid, nicht gerade sehr einfach, obwohl nicht gerade, eigentlich ist das sehr einfach, und zwar, wenn wir folgendem Bild benutzen, und ich habe euch das Ganze hier mal aufgezeigt. Also ihr seht, wo ich mich im Level so befinde, ein bisschen an die 60, ein bisschen weniger geht auch, und wir gehen halt eben mal in die Jobs hinein. Da habe ich hier jetzt den Freiberufler, den habt ihr ja
relativ schnell schon freigeschaltet, ohne dass ihr die Portale bereisen müsst. Dazu habe ich schon ein Video gemacht und wie ihr dann alle anderen Portale freischaltet, seht ihr dann auch bald in der Playlist. Ihr seht hier, ich habe die Kombination Freiberufler, ist schon legendär, und den Dieb. Das ist die eine Klasse mit unserem Hauptangreifer. Ihr könnt es natürlich variieren, je nachdem, wie ihr dort gelevelt habt. Dann hat Gloria, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber sie hat hier den Duplikanten drinne, um zu besudeln mit Farbspritzer, Level 2, und den Baden, um hier mit kritische Töne und auch du musst stark sein, ein bisschen zu buffen, um viel Schaden halt auszuteilen. Und das Ganze hat dann auch Elvis hier die Fähigkeit Phantom, weil dort gibt es die Spezialfähigkeit hier, blub, garantiertes Wirken. Die brauchen wir in Kombination mit dem Waldläufer. Da geht es um die Attacke Schattenfessel, weil unser guter Sir Sloan ist anfällig für Lähmung. Und wir haben dann noch mit Adele einem weiteren Angreifer, der sich der Dieb-Klasse bedient für unsere allerliebste Attacke, den Super-Tempo-Schlag. In Kombination hier mit dem besten Benjäger, damit es schön stark ist. Soweit das. Ausrüstung, natürlich haben wir das Beste drin, was geht. Wir haben hier zwei Waffen bei unserem Haupt-Damage-Dealer. Und ansonsten alles hier einfach nur über empfohlene Ausrüstung gemacht, also nichts Besonderes. Viel interessanter sind dahingehend die Fähigkeiten. Klar, überragende Kraft, damit wir über 9999 Schaden machen. Zwei Waffen, auch logisch, damit wir halt eben mit unseren beiden Waffen auch guten Schaden machen und die Attribute nicht schlechter werden. Krafttraining macht mehr Schaden, kritische Treffer plus ist auch gut. Und kritische Unterstützung, gar nicht mal so verkehrt. Kriegen wir ab und an einen BP-Punkt, wenn wir kritischen Schaden machen. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Dann hier unsere Bufferin und hier Duplikantin hat hier natürlich MP-Regeneration drin. Nebenjob Spezialität 1 für den Baden, wie auch geborener Entertainer, damit das Ganze auch ein bisschen hält. MP-Ersparnis und MP-Booster, also alles auf MP. Dann haben wir Elvis, wie gesagt, der ja hier den Phantom hat. Der hat noch lohnendes Leiden drin, auch eine sehr geile Fähigkeit, dass wenn wir statusverändernde Attacken machen, wir danach nochmal angreifen können. Das macht natürlich mit der garantierten Wirkung vom Phantom richtig, richtig Sinn. Rache, falls wir mal getroffen werden, aber das Ding ist hier auch ohne einen Schaden zu kassieren machbar. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt so klappt. Es hat auf jeden Fall beim Ausprobieren sehr, sehr gut funktioniert, dass ich hier nicht mal mehr getroffen wurde. Also keinen einzigen gegnerischen Angriff zugelassen. Das braucht natürlich auch ein ganz klein bisschen Glück. MP-Regeneration ist klar und Abschiedsgeschenk als Backup, falls doch mal was schief geht. Und hier seht ihr auch Adele, die ja auch austeilen soll ordentlich, hat auch Krafttraining, kritische Treffer plus, kritische Unterstützung, MP-Ersparnis und flinke Handhabung. Sie hat jetzt hier noch nicht überragende Kraft, deswegen ist es so, wenn ihr das habt, dann natürlich ähnlich aufbauen wie den Helden, damit ihr hier viel, viel Damage macht und relativ schnell. Soweit, so gut. Das ist der Aufbau an der Stelle. Und Sir Sloan mit seiner Klasse Löwenherz ist halt eben dementsprechend so, dass er relativ viele starke Attacken austeilt und sehr viel sich mit BP-Punkten bedient. Also er hat jegliche Konterfähigkeit, die ihm einen BP-Punkt gibt. Er kriegt für Schaden BP-Punkte. Er macht Zauber, die BP euch abziehen und ihm ab und an erhöhen. Also hier geht es viel um BP und dementsprechend machen wir es halt eben so, wie ich es ihr zeige, und dann sollte er gar nicht erst zum Zug kommen. Wir starten ganz einfach mal den Kampf und wie gesagt, geht ihr hier auf das Grab zu, dann kommt automatisch diese Cutscene und ihr werdet Zeuge von der jungen Version von Sir Sloan. Ich überspringe das Ganze mal und wir begeben uns hier in den Kampf. True bravery consists in confronting. So, jetzt hatten wir natürlich hier das Pech, dass Sir Sloan hier gleich als allererster angegriffen hat. Das ist halt so. Wir wollen jetzt aber warten, bis Elvis an der Reihe ist, also gehen wir hier erstmal schön in Default-Stellung. Und jetzt ist es, wie gesagt, ganz einfach. Schattenfessel und durch die Phantomklasse und lohnendes Leiden haben wir ihn, wie ihr seht, hier gleich einmal gelähmt und könnt jetzt sogar nochmal nachträglich angreifen.
Und dann können wir hier jetzt probieren, mit Gloria Künstlertum einzusetzen, Farbspritzer. Eventuell besudeln wir ihn, aber viel, viel interessanter ist wirklich hier kritische Treffer hochzuhauen. Und das sogar zweimal würde ich empfehlen. Und du musst stark sein, dann einmal. So, besudeln hat jetzt leider nicht funktioniert. Aber, wie gesagt, gar kein Thema. Wir gehen auf Super-Temposchlag, ihr kennt das, viermal. Und werden jetzt hier ordentlich Schaden austeilen. Und das Schöne ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr mit Adele direkt vor eurem Helden angreift, der den Freiberufler voll habt, oder vielleicht beide den Freiberufler voll haben, dann könnt ihr jetzt sogar eine richtig geile andere Attacke dann auswählen. Wir haben jetzt natürlich das Pech, sage ich mal an der Stelle, dass hier Elvis zwischendrin nochmal dran ist. Dementsprechend funktioniert das, was ich euch zeigen wollte, nicht. Das ist jetzt aber auch relativ egal. Wir machen das mal hier ein bisschen schneller. So, denn ihr hättet dann die Möglichkeit, über divers hier Mimikry einzusetzen. Und das würde die letzte Attacke nochmal wiederholen. In dem Fall, wie gesagt, ist Adele vorher dran oder wer auch immer bei euch den Dieb dann anhat und Super-Tempo-Schlag macht, würde er sozusagen ohne TP, MP oder BP oder Geld zu verbrauchen, würde er die Attacke nochmal ausführen und das Ganze auch viermal nacheinander. Somit könnt ihr den Super-Tempo-Schlag dann sogar kostenfrei auswählen. Geht jetzt hier in dem Fall nicht. Wir würden jetzt hier einen normalen Angriff dann viermal machen und das wäre ja blöd. Das wollen wir nicht, also sagen wir, alles klar, dann ist es so, wie es ist und wir machen hier den Super-Tempo-Schlag. Und ihr seht, was wir hier an Schaden austeilen und kommen dementsprechend schon in die nächste Cutscene. Und jetzt hat Sir Sloan seine Lähmung verloren in dem Fall. Und wir warten einfach, bis wir dann mit Elvis wieder dran sind. Okay, bei uns jetzt nicht. Beim anderen Mal war es so, aber ihr könnt ihn dann einfach wieder sozusagen wieder fesseln. Ihr seht, wie einfach das jetzt war. Ja, also das war hier jetzt kein Kampf. Relativ einfach. Also, Seelenfessel, die Fähigkeit schlechthin hier und mit dem Baden ein wenig buffen. Ihr habt es gesehen, Kampf sehr, sehr schnell vorbei, ohne große Probleme. Danach seht ihr dann nochmal eine Cutscene und da wird ein bisschen was erklärt. Wünsche ich euch viel Spaß damit. Der ein oder andere kann sich vielleicht an den Anfang des Spiels erinnern und merkt dann da was. Ansonsten habt ihr danach die Klasse Löwenherz freigeschaltet. Das ist wirklich mit Abstand die... ja, extrem krasseste Klasse im ganzen Spiel, die wirklich auch attributtechnisch alles mega krass ist und ja, viel Spaß damit, geile Fähigkeiten und wir werden davon auch ein oder andere im letzten Abschnitt des Spiels brauchen. Holt euch das Ding, dann habt ihr erstmal alle 24 Klassen und ja, ich hoffe, das Video konnte euch helfen, hat euch gefallen. Daumen nach oben nicht vergessen. Kanal abonnieren, falls es noch nicht geschehen ist. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.